Inspiriert von Herr der Ringe, Sigurd oder Prinz Eisenherz, erfreut das Eintauchen in die Welt des Mittelalters samt dazugehöriger Kostümierung, oh, Entschuldigung, natürlich Gewandung, sich zusehends wachsender Beliebtheit. So, eigentlich sind wir auf diese mittelalterfeste Ritterspiele sind wir durch die Kinder gekommen. Und wir sind da aber eher auch spontan. Ja, ich habe meine Gewandung in eBay gefunden und ersteigert. Das hat mir gut gefallen und ich habe Glück gehabt, dass es auch noch schön war. Ich mache meine Kleider grundsätzlich selber und bin unglaublicher Fan von mittelalterlicher Musik. Wir sind ja Veranstalter hier aus dem Kreis Gießen, haben auch schon öfter mit dem Herrn Gennert über Veranstaltungsthemen gesprochen. Und wo er das letzte Mal sagt, die letzte Mittelalterveranstaltung hat vor circa 8 Jahren hier stattgefunden, haben wir uns gedacht, in diese Kulisse muss einfach ein Mittelaltermarkt rein. An 30 Ständen wurde so ziemlich alles feilgeboten, um das mittelalterliche Lebensgefühl möglichst original zelebrieren zu können. Und den stimmungsmäßigen Höhepunkt lieferten die Kettenhemdrocker Cultus Ferox, deren Klänge allerdings gar nicht so recht mit dem Mittelalter zu tun hatten, war da doch eher Bling-Bling-Minnegesang angesagt.